Hallo, mein Name ist Clemens Theuerl von der Firma Funtime. Wir sind spezialisiert auf Hochfahrgeschäfte. Ja, unsere Hauptprodukte sind der Starflyer und der Freifallturm. Unser Chef ist ein Adrenalin-Junkie. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ein gewaltiges. Ich weiß nicht, wie die Kiste wieder nach unten geht, meine Lieben. Also, das ist meine erste Fahrt auf dem Hangover. Aber wo hat man schon mal einen Hangover mit Domblick? Das ist einfach, ultimativ und das muss man machen. Ja, meine Lieben, der höchste transportable Gyrotopter der Welt. Hier steht er, meine Lieben, und hier fällt er. Wer von euch kann denn eigentlich schwimmen an Bord? Schön. Ich habe heute früh nämlich so ein paar Risse in den Schrauben gesehen. Wenn der Turm umfallen sollte, keine Panik, ihr kracht direkt da üben in den Rhein rein. Es geht jetzt erstmal auf 40 Meter, meine Lieben, bevor wir nach ganz oben gehen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück. Tschüss. Dann fallen wir einmal und dann das Doppelte. Einmal um die Welt. Wir wollen mal nicht hoffen, dass der Turm umfällt. Ich will ja hoffen, dass die Schraube hält und ihr runterfällt. Jetzt ist es wieder aus. So, Zwischenbilanz. Ein bisschen Bauchkribbeln, aber unbeschreiblicher Blick. Mega Fahrgefühl. Ich kann den Hangover nur jedem empfehlen. Und jetzt geht's aber ganz hoch. Wir sehen uns in 5 Minuten. Time to say goodbye. So, du kannst uns jetzt mal die Steuerung erklären. Ja, kann ich gerne machen. Also, die Steuerung ist eigentlich relativ easy aufgebaut. Wir haben hier unten einmal unseren Schlüsselschalter für die Auswahl, für Service, manuellen Fahrbetrieb oder den ganz normalen Fahrbetrieb oder auch für Evakuierungsmodus. Haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Hier haben wir noch eine Einzelbedienung. Das müsste am Mittelbau nochmal das kleine Pult dafür sein. Und dann haben wir hier noch die Freigabe zum Ein- und Ausschalten gegen unbenutzte oder unbefugte Bedienung. Hier oben haben wir unser Magic Finger. Da sind wir ja einmalig damit. Das sind die Sitze, wo unsere Gästchen anstupsen. Hier haben wir die Bügelverriegelung für Auf- und Zu von den Bügeln. Hier haben wir noch zum Ausblinken der Gondel. Hier ist der Startknopf im Allgemeinen. Hier können wir im normalen Fahrbetrieb anhalten, wenn jemand mal raus möchte. Und hier natürlich haben wir dann unseren großen Notaus. Toi, 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 toi. Bis jetzt noch nicht gebraucht. Und hier unten, sieht man jetzt nicht, habe ich noch ein Fußpedal zum Bestätigen vom... ist ja mittlerweile mit der 13/14 vorgeschrieben, dass man jetzt Zweifachbedienung braucht. Hier unten eine Freigabe, hier oben eine Freigabe und dann wird das Ganze auch losfahren. Ja, hallo meine Freunde, ich bin der Julian. Ich bin jetzt hier für Köln und London am Hangover the Tower. Bin normalerweise an dem Breakdance. Einige dürften mich ja schon kennen. Ja, bin knackige 30 Jährchen jung und komme eigentlich aus der Nähe von Nürnberg. Herzlich willkommen in den unendlichen Weiten des Weltalls von Köln. So, jetzt sag mal, wie war's?
ja, der Hangover ist ein absoluter Muss und es sieht viel schlimmer von außen aus, als es ist, aber der Hangover ist einfach mega, sehr genial. Also entstanden ist, oder alles, wie es angefangen hat, ist nur in einem Keller. Unser Chef hat an der Kugel experimentiert, an den Slingshot. Und ja, also er hat keine Fabrik oder irgendwas gehabt, es ist alles im Keller entstanden. So, meine Lieben, ihr habt geschafft. Macht doch nicht so eine Szene. Ja, du magst nochmal. Oh mein Gott! Meine Dame, ich heiße Julian, ich bin doch kein Gott. Dö-dö-dö-dö. Da-da-da-da. La-la-la-la. Schön, hä? Das war Singen auf drei Arten. Hallo? Laut mit Begeisterung und einmal ganz falsch. Meine Lieben, zweimal. Ihr fallt zweimal. Einmal von der Hälfte und ein... Nein, zweimal. Da kommt dreimal. Okay, dann machen wir noch einen Mini-Fall für euch extra dazu. Ich schalte die Bremse aus. Der letzte geht dann einmal in den Boden. Den schenke ich euch noch. Dann sind es nicht nur 85 Meter. Nein, zweimal. Und deswegen fangen wir mal an mit 40 Metern. Arrivederci, arriva und tschüss. Gehen wir jetzt einmal nach ganz oben, einmal auf 85 Meter, aber vorher, meine Lieben, ja, da bleiben wir nochmal auf 40 Meter stehen. Wir wollen das ganz oben gehen. Und wie war? War gut, hat Spaß gemacht. Wie hat's dir gefallen? War geil, super. Wie hat's dir gefallen? Es war geil, man konnte gerade einatmen. Geil, super geil, cool, sehr cool. Ich hab mich sehr erschrocken, aber es hat sehr Spaß gemacht. Dann noch Happy Halloween. Was macht dir mehr Spaß hier, auf und Abbau oder jetzt während der Spielzeit? Also Spielzeit ist natürlich immer schön, wenn natürlich die Leute da sind und die Leute, wenn du siehst, okay, die kommen, die haben Spaß. Aber es ist sind beide Seiten mal toll zu sehen, auch mal hinter den Kulissen zu sehen, wie es da abläuft. Haltung annehmen, mit der linken an den Sicherheitsbügel festhalten und mit der rechten an den Organspendeausweis bereithalten. Ja, liebe Freunde, Hangover the Tower, Teil 2. Ja, und hier neben mir, ne, da habe ich ihn. Ja. Da ist der Junior-Chef, ne, war doch richtig. Richtig, richtig. Und wie war Köln?
Ja, Köln haben wir jetzt, war schon in Ordnung, heute Familientag und heute kommen die Leute, ne? Ja. Aber heute ist ja auch kein Regen mal, ne? Ja, glücklicherweise. Zum Glück, zum Glück. Sieht man den Turm dieses Jahr noch irgendwo? In Deutschland nicht mehr, nur noch in London. In England, danach geht es direkt nach London. Und wie heißt das da? Winter Wonderland im Hyde Park. Also die Leute sind recht herzlich eingeladen, dort mal vorbeizuschauen. Sind alle eingeladen und wenn ihr aus Deutschland kommt, dann kommt ihr vorbei. Dann kriegt ihr auch eine Freikarte von mir, die es nur in England gibt. Ich glaube, da werden sich einige freuen. Da werden sich einige freuen, aber da müssen sie sich natürlich auch einen Weg machen nach London. Weil viele haben mich gefragt, können wir die London-Chips haben? Ich sage, nein, die gibt es nur in London, deswegen heißt es London-Chips. Ihr habt den Hangover, oh, meine Lieben, wir sagen vielen Dank, wir sagen lieben Dank und wir sagen Gott sei Dank. Nach vorne geht's raus, meine Lieben, neue Runde, neue Reise, auf geht's!